Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu DIY Inspiration und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Experiment. Ich habe hier noch eins aus meinem Haul von Teddy mit Jasmin drauf, also aus der Disney Edition. Und ich habe aber heute nicht vor, tatsächlich Diamond Painting damit zu machen. Ich möchte das mit Glitzer, mit diesen Sparkle Mini Flaschen machen. Und zwar werde ich das einfach da drauf streuen, mal gucken wie es wird. Also ich bin sehr gespannt. Erstmal das Ganze natürlich öffnen. Ist ein kleines günstiges Diamond Painting, hat 2,55 Euro gekostet. Habe ich da vor ein paar Wochen schon geholt. Habt ihr vielleicht in einem meiner letzten Haul-Videos schon gesehen. So, wir haben hier das Diamond Painting. Und wir haben hier das Zubehör. Das ist tatsächlich sehr süß. Das ist farblich darauf abgestimmt. Also das Schälchen, das kleine Schiffchen hier und der Stift haben eben die passenden Farben. Hier haben wir den Glitzer dazu. Und ihr seht, ich habe hier schon Backpapier liegen. Das Gute bei Backpapier ist ja, das kann man als Ersatz für die Folie nehmen, die dabei ist. Lässt sich spurlos wieder ablösen von diesen Diamond Painting Vorlagen. Und mein Plan ist es jetzt, die Folie einmal abzunehmen und dann werde ich nach und nach Bereiche freischneiden. Mal gucken, wie es funktioniert. Ich muss mal gucken, ob ich ein Cuttermesser finde. Ich habe momentan nur die kleine Schere hier. Ich werde es damit mal versuchen und dann immer Glitzer drüber streuen. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann nachher aussehen wird. Also, ich habe hier verschiedene Glitzerfarben. Vielleicht werde ich die auch so ein bisschen durcheinander kombinieren. Ich mache mal beide Packungen auf, hole die mal raus. Dann kann man das natürlich besser sehen. Wir haben ja hier die Hintergründe jeweils in einer Farbe, dann das Haarband und die Haare in einem anderen Farbton. Das Gesicht und die Hände sind hier tatsächlich gar nicht fürs Diamond Painting gedacht. Die bleiben tatsächlich so. Und hier seht ihr das Ganze einmal. Ich habe Goldtöne, ich habe Pink dabei, hier einen dunklen Farbton. Ich glaube, das geht so stark Richtung Schwarz, werde ich für die Haare benutzen. Da werde ich aber vielleicht auch ein bisschen von dem Pink mit reinmachen, was ich hier in der Packung noch habe. Weil ihr seht ja, da sind so leichte Schattierungen drin. Also, das ist Packung Nummer 1. Und hier kommt dann einmal Packung Nummer 2 dazu. Auch viele schöne bunte Sachen dabei, die ich gut für die Blumen unten benutzen kann. Und ja, ich würde sagen, es geht los. Ich habe hier einen Kuli. Ich hoffe, mit dem kann ich auf dem Backpapier malen. Das ist gut. Ich werde mir das nämlich ja anzeichnen, was ich wegschneiden möchte. Erst einmal die Folie ab. Macht man bei einem Diamond Painting ja eher selten, dass man die gesamte Folie direkt in eins abzieht. So, das ist schon mal draufgelegt, jetzt als Ersatz. Und ich schneide das schon einmal ein bisschen zu. Und ich werde tatsächlich mit dem Hintergrund anfangen. Ich marke mir das mal an. Wo haben wir denn hier? Also hier ist A. Das ist ein ziemlich großer Bereich hier zwischen A und C. Hier einmal rum. Das ist alles C. Das hier oben ist A. Das hier ist alles A. Hier geht C einmal so ein bisschen rein. Hier ist was aufgemarkert, aber da ist eigentlich überhaupt kein Unterschied zwischen. Ich werde das trotzdem mal mit bestreuen. Und hier unten haben wir noch so ein bisschen davon. Also ihr seht, ich mache das auch ein bisschen freier. Ich halte mich da vielleicht nicht an jede einzelne Linie. Aber jetzt schneide ich mir hiervon erstmal Bereiche frei. So, ich habe jetzt diesen Bereich hier einmal frei. Hier diese Ds habe ich übersehen, habe ich einfach mal mit ausgeschnitten. Lasse ich jetzt aber einmal so. Und wir haben hier eigentlich so ein helles Grün im Hintergrund. Da suche ich mir jetzt mal passende Fläschchen zu raus. Und dieses hier sieht ganz gut aus dafür und dieses hier auch. Ich nehme noch mal ein bisschen weiteren Glitzer dabei. Und dann streue ich das mal darüber. Also Leute, es wird jetzt sehr glitzerig und ich werde wahrscheinlich gleich auch relativ viel Glitzer hier auf dem Tisch haben. Jetzt kommen hier noch Sternchen dazu. Okay, das war es damit schon. Ich habe noch was in dem Grün drin, in dem anderen.
Irgendwie ist dieser super feine Glitzer deutlich ergiebiger als die anderen beiden Fläschchen. Ja, das ist jetzt hier schon einmal drauf. Ich schiebe das jetzt noch so ein bisschen zusammen und so ein bisschen in die Position, wo es eben direkt kleben soll. Und ich glaube, das wird ganz cool. Ich hole mir jetzt meine Schüssel, um das da rein zu kippen, alles was nicht klebt. Und dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Eine kleine Glasschüssel. Ich nehme das jetzt vorsichtig hoch. Lasse das hier so in der Mitte zusammenlaufen. Und hier einmal reinrieseln. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu viel in Positionen mit reingerutscht, wo es nicht sein sollte. Aber wir gucken uns das mal an. Ich ziehe es jetzt ab und es ist cool geworden. Also ihr seht hier wirklich genau die Ränder. Und hier oben den Bereich mache ich als nächstes. Hier ein bisschen schwierig geworden leider. Da ist relativ viel hier mit reingerutscht. Aber ich mache jetzt erstmal hier oben den Rand weiter. Das A. Und schneide. Hier kommt gleich noch eine andere Farbe hin. Das lasse ich nochmal hoffentlich zu. Also ich schneide jetzt hier einmal den Bereich aus. Wo dann eben nochmal eine andere Schattierung mit reinkommt. Der nächste Bereich, den mache ich jetzt in rosa. Ich schaue einmal, was ich hier so an Farben habe. Ich habe hier pink und ich habe ja gerade schon gemerkt, dass am ergiebigsten sind tatsächlich die Farben, beziehungsweise der feine Glitzer ist deutlich ergiebiger als der andere Glitzer. Daher nehme ich hier erstmal zwei von diesen rosanen. Ich habe sogar noch mehr. Das hier sind Herzchen. Ihr seht, das geht relativ schnell, dass das schon wieder leer ist. Das hier sind mehr von den Herzchen aus der anderen Packung. Und auch die sind schon wieder leer. Ich habe aber hier... Oh, und ich verteile es auch schon. Pinken Glitzer. So, hier ist noch ein Rest drin. Der kommt zur Seite. Und ich gebe jetzt mal hier den pinken Glitzer hier mit rein. Und Leute, man sieht hier wirklich das Grün noch super cool. Sehr, sehr schön. Hier oben nehme ich jetzt einmal den Streifen weg. Da kommt Blau hin. So. Für das Stirnband lasse ich mir ein bisschen Blau übrig. Auch einmal hier den Rest weggeben und es ist einfach mega cool geworden. Dann habe ich jetzt noch eigentlich drei weitere Abschnitte. Ich habe die Haare, das Stirnband und die Blumen. Und ich mache jetzt als erstes einmal das Stirnband. Ich versuche mir das nochmal so ein bisschen anzuzeichnen. Es ist hier auf jeden Fall einmal rum, dieser Bereich. Der wird auch blau. Und da haben wir jetzt hier leider schon einmal das Problem, dass da sehr viel Grün mit reingekommen ist. Und jetzt kommen ihre Haare. Und da kann ich jetzt auch ein Stückchen reißen. Weil das Gesicht ist ja tatsächlich nicht klebrig. Kleines Problem, ich habe übersehen, dass hier auch schon Blumen sind. Ich versuche das einmal wieder so abzukleben. So, dieser Bereich sind tatsächlich Haare und ihr Gesicht. Jetzt nehme ich mein Pink wieder dazu, gebe hier schon mal so ein bisschen in diese Schattierungen, die da auch drauf sind, ein bisschen Pink drauf. Hier auch noch ein bisschen. Sehr schön. Dann habe ich hier sehr dunklen Glitzer. Ich hoffe, er ist nicht grau, das könnte sehr seltsam aussehen. Ich glaube aber, er ist eher schwarz. Das kommt ihren Haaren, glaube ich, am nächsten. Das sieht jetzt unheimlich aus. Einmal hier mit über das Gesicht drüber. Ich bin sehr froh, dass diese kleinen Fläschchen mit dem kleinen, ganz feinen Glitzer wirklich so super ergiebig sind. Ich bin gespannt, wie es jetzt aussieht. Und das ist jetzt der letzte Abschnitt, den ich hier oben habe. Hey, hey, das sieht sehr schön aus. Das glitzert sehr, sehr, sehr nett. Da habe ich tatsächlich noch einen Abschnitt, den ich vergessen habe. Das war C, das war auch grün. Was mache ich damit? Ich mache es auch einfach bunt.
es wird, der gesamte Rest wird bunt. Da hätte ich noch C, da hätte ich noch C. Das waren eigentlich die Abschnitte, die mit grün gewesen wären. Ich mache die einfach alle bunt. Also Leute, jetzt wird's richtig glitzerig. Ich lasse hier nochmal feinen Glitzer zum Auffüllen da. Hier ist feiner Glitzer in so einem hellen Gold. Lasse ich auch da. Hier ist Glitzer zum Auffüllen in Silber. Und dann schaue ich mal, was ich hier habe. Ich habe hier super schöne kleine Sternchen. Dann habe ich hier blaue Sternchen. Und ich habe hier noch ein bisschen was Silberglitzernes. So, das sieht gut aus. Und ich habe hier noch größere, ich glaube, das sind Schmetterlinge oder so, oder kleine Blättchen. Also am einfachsten bekommt man das wirklich raus, entweder hier mit so einer Scherenspitze, wenn die Schere nicht so scharf ist, oder mit einem kleinen Zahnstocher, wo man damit reingeht. Es kann hier gar nicht genug glitzern. Und ihre Hände kommen ja gleich tatsächlich wieder zum Vorschein. Die sind ja nicht klebrig. Okay, das waren jetzt... Ich habe die Übersicht verloren. Es waren reichlich Fläschchen. Und ich klopfe das Ganze jetzt wieder ab. Da sind ihre Hände wieder. Es sieht nicht wirklich aus wie Blumen. Es sieht eher so aus, als ob sie hier, ja, ich würde sagen, in Glitzer badet. Aber nicht viel unterschiedlich wie das Diamond Painting Original. Ich finde, es ist sehr, sehr cool geworden. Ich drücke noch ein bisschen alles an. Es hält. Oh, noch ein bisschen abklopfen. Es hält nicht schlecht. Besonders mit dem feinen Glitzer hat es wirklich gut funktioniert. Es hat mega, mega Spaß gemacht. Mit dem Zuschneiden hat auch gut funktioniert. Ich würde vielleicht ein Cuttermesser oder ein Bastelskalpell eher empfehlen als eine Schere. Aber auf jeden Fall ein gelungenes Experiment. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei DIY-Inspiration. Bis dann. Tschüss.